Zwei seltene, winzig kleine Riesenpanda-Babys sind in Belgien geboren worden. Mutter Hau Hau hat am Donnerstag einem Jungen und einem Mädchen das Leben geschenkt. Das teilte der Tierpark Pairi d'Aïssar im Südwesten des Landes auf Twitter mit. Die Zwillinge sind bei bester Gesundheit. Dazu postete der Tierpark ein Video, auf dem die Mutter die Kleinen im Maul bzw. im Arm trägt. Riesenpandas gehören laut Tierschutzorganisation WWF zu den am meisten bedrohten Tierarten der Welt. Die Babys wiegen bei der Geburt demnach nur zwischen 80 und 200 Gramm, ausgewachsen bis zu 120.